so schön, dass du da bist im Podcast Heal and Shine. Mein Name ist Corinna Otto und ich habe heute eine unglaublich tolle Frau für euch. Mal was ganz anderes. Wir rollen heute mal alles von der anderen Seite auf, und zwar die liebe Sandra Schneider. Und ihr Ziel ist es, Frauen wieder zum Strahlen zu bringen. Sie sagt, veränder etwas im Außen und es passiert ganz viel im Inneren. Und sie sagt, auch jede Frau ist schön. Viele können es aber nur nicht glauben. Und wie sie das aus diesen Frauen rauskitzeln, wird sie uns heute im Interview erzählen. Hallo, liebe Sandra, danke für deine Zeit. Ja, hallo, Karina. Vielen Dank für dich, dass ich hier sein darf. Ich bin noch ein bisschen nervös, weil ne, so Podcast ist jetzt noch nicht so ganz meine Stärke, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher. Und erzähl doch mal so ganz kurz, was macht dich aus, liebe Sandra? Was macht mich aus? Das ist eine sehr spannende Frage. Was macht mich aus? Also ich bin 25 Jahre jetzt in der Beauty-Branche, habe bei den Haaren oben angefangen, bin dann im Gesicht weiter und habe die letzten 25 Jahre mit Fotografen, Filmern, Werbeleute, so querbeet Stylisten zusammengearbeitet und konnte mir so natürlich auch was, ne, ab hier die Klamotten bis runter zu den Schuhen, auch sehr, sehr viel abgucken. Und durch das, dass ich nur rein Make-up mache, also ich komme nicht von der Kosmetik oder wie auch immer, und habe auch noch nie einen Salon gehabt. Also ich bin wirklich 25 Jahre on Tour überall und fahre überall hin und wo man mich halt ruft, bin an Filmsets und Fotostudios all over, sage ich jetzt immer. Und dadurch glaube ich, dass ich sehr viel aus der richtigen praktischen Erfahrung rauskommen kann. Ja, total schön. Was bei uns jetzt ja so komplett, ich glaube, wir treffen uns voll gut in der Mitte, weil bei mir ist ja immer so im Coaching dieses Veränder was im Innen und dann verändert sich auch was im Außen. Genau. Dass du jetzt den Ansatz hast, okay, veränder was im Außen, dann verändert sich auch was bei dir im Innen. Und ich glaube, da hat ja jeder so seine Hürden und es kann ja auch total helfen, wenn jemand einfach sagt, ich fühle mich aber so unwohl im Außen. Wieso soll ich denn im Innen was tun? Ne? Da könntest du ja sozusagen eine Wegbereiterin sein. Und wie kitzelst du das denn raus aus den Frauen? Was ist so deine Idee? Also wie ich darauf eigentlich gekommen bin, ist, ich habe jetzt vor 6 Jahren habe ich eigentlich erst angefangen, mich mit der realen Welt zu beschäftigen, weil ich ja wirklich 20 Jahre nur mit Schauspielern und Mode beziehungsweise Models zu tun hatte. Und war immer der Meinung, ich kann gar keine normalen, realen Leute schminken, weil das wie auch, weil ich bin es gewohnt, wie so ein Künstler eine weiße Wand, ne? Ich habe ein weißes Papier und da fange ich an zu malen. Und wenn ich in der realen Welt eben ein bisschen, ne, da habe ich ja doch mal engstingere Augen oder ich habe ein paar Defizite, die, ne, wo viele sich sagen, größere Lippen, kleinere, wie auch immer, oder kleine Fältchen, ältere Haut, großporig, wie auch immer. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich mir dachte, ich kann das gar nicht. Und habe dann vor 7 Jahren aber angefangen, mich wirklich mal drauf einzulassen und habe dann eine tolle Strategie entwickelt. Und ich muss sagen, mein roter Faden, der durch meine ganze berufliche Karriere geht, ist tatsächlich, ich bereite Menschen auf ihre Rolle vor. Egal, ob das eine Braut ist, ob das ein Schauspieler ist, ob das ein Model ist. Und jetzt, seit 7 Jahren, ist es tatsächlich so, Frauen, die aufs Berufsleben, die in ein Berufsleben reingehen, die für sich sind. Und ich habe wirklich die Gabe, die Leute so zu sehen, wie sie sind und auch so zu lassen. Ich weiß nicht, ob du wie gut du dich mit Make-up auskennst, aber Make-up kann extremst verändern. Extremst. Ja, das wäre nämlich noch eine andere Frage, weil für mich ist dieses Rolle, Make-up, Maske, das sind so die Punkte, wo ich auch ja ganz viel so aus der Persönlichkeitsentwicklungsschiene sage, okay, nehmt die Masken ab, hört auf, eine Rolle zu spielen. Mhm. Und wenn du aber sagst, dass du eben die Frauen zum Strahlen bringst, dann verstehe ich zumindest darunter, dass du schon so diesen wahren Kern noch rausholst und nicht einfach so drüber pitzelst. Genau. Und da frage ich dich jetzt auch so dieses, wie macht man das, dass man sich nicht einfach nur so zukleistert, sondern eher vielleicht so das Besondere bei einem betont? Also als allererstes ist es für mich jetzt auf jeden Fall in meinen Workshops ist es so, dass die Frauen sich erstmal anschauen müssen. Die meisten, ne, morgens ins Bad, schnell Zähne putzen, was auch immer, und dann geht sofort wieder raus. Die meisten Frauen haben gar oder nehmen sich nicht die Zeit, sich anzuschauen und sich anzufassen. Und
das ist schon mal die Grundstellung, dass ich erstmal überhaupt in mich reinfühle morgens. Und wenn man das übt, ist das relativ schnell gemacht. Das braucht man keine 2 Stunden oder eine halbe Stunde für, sondern es ist wirklich ein paar Minuten, wo man kurz in sich reinhaut. Okay, habe ich heute gut geschlafen? Wie geht's mir? Was muss ich heute machen? Und so weiter und so fort. Und es ist einfach so, wir haben alle eine Rolle, jeden Tag. Du hast eine Rolle im Business, mal ein bisschen mehr, mal, ich weiß nicht, ob du auf einer Bühne stehst, dann gehst du auf die Bühne, dann hast du eine andere Rolle. Also wir haben in unserem Alltagsleben, jeder hat seine eigene Rolle. Und ja, ich verstehe, was du sagst, leg die Masken ab. Und dennoch sage ich, nee, wir brauchen unsere Masken, weil wir laufen ja auch nicht nackt durch die Gegend. Wir ziehen uns ja auch an. Also für mich ist es nicht eine Maske, sondern für mich ist es ein Anziehen. Ne, es hört nicht hier auf, sondern der Rest ist auch angezogen. Und für die Bühne brauche ich, oder halt für die Öffentlichkeit, oder ob ich in einem Meeting bin oder ein Kunde irgendwas sagen muss, brauche ich vielleicht einen roten Lippenstift. Und wenn ich zu Hause bin, brauche ich den nicht. Also auch das ist eine Maske oder ein Anziehen, ohne dass ich mich aber verkleide. Und das ist halt einfach das, was ich zu den Frauen sage. Bitte nehmt euch, und wenn es nur 5 Minuten sind morgens, nehmt euch die Zeit und horcht in euch rein, was ihr braucht. Weil jeden Tag ist anders. Ja, das kenne ich auch von mir. Es gibt so die Tage, da fühlt man sich so natürlich schön, und es gibt so die Tage, da hat man so ein bisschen mehr zu schminken. Genau. Und meine Aufgabe ist im Prinzip nur dann, ich zeige nur die Technik, was es gibt. Die Möglichkeiten, die es gibt. Dass man davon umsetzt, muss jeder jeden Tag selber entscheiden. Also es gibt für mich ja auch Tage, da brauche ich mal das ganze Programm, was ich mache, mein ganzes, ne, von Wimperndusche bis ne, Lidschatten, was es so alles gibt. Und manchmal sage ich, okay, ich mache ein kleines bisschen Lippenstift hin, einen kleinen Concealer und that's it. Also mehr brauche ich gar nicht. Ja. Aber dafür muss ich mich morgens anschauen und in mich hineinfühlen und sagen, wie geht es mir denn eigentlich heute? Was brauche ich denn eigentlich heute? Manchmal ist es ja auch mit den Klamotten. Brauche ich mal Farbe? Oh, damit es einfach mal ein bisschen frischer wird, oder brauche ich keine Farbe? Will ich gesehen werden? Will ich nicht gesehen werden? Ne? Das sind alles solche Sachen, die man sich morgens eigentlich stellen sollte, um wirklich entspannt in den Tag zu gehen. Ja, genau. Was kann denn dieses Make-up, wenn man jetzt für sich an dem Tag das passende Make-up gefunden hat? Sagen wir mal, wir haben jetzt so einen Business-Termin. Mhm. Was kann das richtige Make-up mir bringen? Also das richtige Make-up ist erstmal so, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, einige Frauen oder wir Frauen neigen dazu, wenn wir morgens immer hingehen und wir haben irgendwas Wichtiges vor, dann irgendwo haben wir doch ein kleines Stellchen oder es kommt doch ein Pickelchen raus oder man hat eine Unreinheit, genau. Und das ist dann genau das, was man an diesem Morgen sieht und sagt, ei, der Schwede, jetzt habe ich hier so ein Ding, so ein Mist. So, und das Einzige, was wir dann im Kopf verankern, ist, wenn wir vom Spiegel gehen oder aus dem Bad rausgehen, Mist, jetzt habe ich so ein Ding. Wenn ich mir das aber jetzt abdecke, dann weiß ich zwar schon, ich habe dieses Ding noch, aber durch das, dass es niemand sieht, tangiert es mich nicht mehr für den ganzen Tag. Decke ich das nicht ab, habe ich immer in meinem blöden Kopf verankert, oh je, ich habe da, ich habe es, oh, jetzt, der sieht mich jetzt an, der sieht es jetzt ganz genau, der sieht nichts anderes von mir, der sieht nur dieses Ding. Und da machen wir uns wahnsinnig, wir Frauen, ne, oder Bad Hair Day, wenn wir einen Bad Hair Day haben, dann ist das Einzige, was mir rauskommt, hoffentlich sieht mich, hoffentlich ist heute niemand da, der mich sieht. Und automatisch gehen wir schon ein bisschen, ne, Schulter nach oben, ein bisschen zurück, dass wir uns nicht so präsent machen. Und Make-up ist eigentlich dazu da, um das, was da ist, was ich schön an mir finde, hat ja auch jeder eine andere Sichtweise von sich selber. Ja. Das kann man noch mal ein bisschen in den Fokus setzen. Dann fällt das, was man eben nicht so schön findet, überhaupt nicht mehr auf. Mhm. Und darum geht es. Es geht nicht darum, um dicktes Make-up aufzutragen, sondern es geht darum, den Fokus zu verändern. Auf das Gute zu lenken. Ja, total. Ich meine, was macht man mit den Kleidern? Wenn man ein bisschen ein Popo hat oder einen kleinen Bauch, ja, dann ziehe ich mich so an, dass man den ein bisschen kaschiert. Und das Gleiche mache ich mit Make-up. Ich kaschiere, was ich nicht so gerne mag, was ich für mich entscheide, was ich nicht mag an mir. Was natürlich aber immer mehr zurückschneidet, aber nicht den Fokus auf das Gute lege. Okay, ich habe tolle Augen, ich habe tolle Augenbrauen, keine Ahnung, selbst die Ohrläppchen, ne? Wie schmückt man sich mit Ohrringe und so. Selbst das darf man sich als schön empfinden und dann legt man den Fokus drauf und dann ist es doch egal, ob man jetzt ein kleines Pickelchen hat oder eine schiefe Lippe oder was auch immer man an sich selber nicht mag. Das sieht man dann gar nicht mehr. Ja, ich glaube auch, dass es einfach auch an sich so eine Fokusverlagerung sein kann. Dieses, wie sehr beschäftige ich mich eigentlich
eben mit irgendwelchen Dingen, die ich als vermeintliche Schwachstelle sehe, mhm, und lass mich davon aufhalten. Also, ja, genau. Oder halt die zu verurteilen, anstatt mich liebevoll anzunehmen und das halt nicht so als mhm, schlimm zu sehen. Ja. Das ist auch so ein Punkt, den du da auch mit reinbringst in deinen Absolut, Leben? Absolut. Also ich, das ist ein Teil von eben, wie gesagt, durch das, dass ich in meiner ganzen, gerade in der Schauspielerei, ja, nur mal als Beispiel, wenn du einen Schauspieler früher hast und du bist eigentlich vom Typ her eine ganz, ganz nette, eine ganz liebe, positiv denkende und du hast eine Rolle, wo du eine gemeine, fiese Type spielen musst, ja, so, dann funktioniert das im Außen nicht, wenn du plötzlich in den Spiegel schaust, du siehst ja immer noch die gleiche Susanne oder wie sie heißt, ja, und plötzlich sollst du dich in diese Rolle von dieser bösen Person setzen. Also, was mache ich? Ich mache ein bisschen harte Linien ins Gesicht, fokussiere auf andere Sachen, die vielleicht ein bisschen nicht irgendwie ein bisschen böse aussehen lassen. Und schon sieht die Simone oder Susanne, wie sie heißt, sich im Spiegel und sagt, oh ja, das bin ich gar nicht. Das ist jetzt die Charaktere. Und dann kann ich in diesen State reingehen, was ich innen, die Regie oder wer auch immer mir das gesagt hat, was ich spielen soll. Und das Gleiche fokussiere ich dann immer in den Alltag rein. Du bist doch der Regiemann, ja, über dein eigenes Leben. Und dann verhelft dir, mal musst du die Powerfrau sein, mal darfst du die sanfte Romantiker sein. Wir haben ja, jeder hat ja eine verschiedene Rolle in seinem eigenen Tun. Ja. Und je nachdem, was heute anliegt, dementsprechend kann ich ja in meinem Style mich dementsprechend richten. Mhm, mal mehr, mal weniger. Und es geht gar nicht darum, wie viel Make-up und wie dick ich das auftrage, sondern es geht darum, richtig an die richtige Stelle aufzutragen. Wie siehst du denn das? Also wie siehst du auch die Schönheit in jeder einzelnen Frau? Naja, das sehe ich natürlich innerhalb von kürzester Zeit, weil wenn ich jemanden anschaue, dann sage ich immer, okay, sind es die Augen, sind es die Lippen, sind es die Haare, ist es der Gesamteindruck? Und dann kann ich mit kleinen Tricks, sage ich jetzt mal, natürlich ist Make-up eine optische Täuschung. Ja, auch für einen selber. Wenn ich irgendwas nicht mag, kann ich das optisch so verändern oder so davon ablenken, dass ich nur noch mein Schönes sehe. Und das ist das, was ich eben glaube, dass wenn ich den Fokus auf was anderes lege, wo ich sage, oh, voll cool, dass ich das, was ich eigentlich nicht mag, gar nicht mehr hier drin habe. Glaubst du auch, dass man dann irgendwann lernt, auch die Sachen, die man nicht so mag, weiter zu akzeptieren? Weil man auf jeden Fall. Oder wird es so, dass man tendenziell immer mehr kaschieren möchte? Nee, also ich glaube nein. Also in meiner Welt ist es tatsächlich so, dass man immer mehr, je mehr man sich anschaut, desto mehr entdeckt man an sich. Desto mehr sagt, oh, das ist ja auch cool, oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Ach da, ne, so. Dann fängt man immer mehr an. Und je mehr man den Fokus auf sich selber legt und dann eben natürlich, dann kommt deine Arbeit ins Spiel, wenn man sich von innen auch gut fühlt, dann wird das immer mehr. Drum ist es ein Zusammenspiel. Ich sag nur, wenn du im Außen anfängst, geht es ein bisschen schneller, weil diese Sichtbarkeit sofort da ist. Bei dir, du brauchst halt einfach ein bisschen länger dazu, weil die meisten Frauen sich es gar nicht glauben am Anfang. Die sagen zwar, ja, es fühlt sich schon ganz gut an, aber ne, sobald sie ins Spiel gucken, sehen sie das gleiche Bild, was sie eine Stunde vorher bei dir vielleicht auch waren, rein optisch gesehen. Ja. Und somit denke ich halt, dass Zusammenspiel einfach perfekt ist. Ja. Ja, vielleicht auch diese Wandlungsfähigkeit zu sehen. Also es ist ja bei mir auch eine Reise. Die Frauen machen und da dann zu sehen, okay, wie kann ich mich verwandeln, was kann ich aus mir rausholen? Ja. Und auch so im Coaching oder so bei mir dürfen die Coaches ganz viele Spiegelübungen machen. Also diesen Punkt, sich selber mal anzuschauen, Bewusstsein für sich zu schaffen und sich einfach mal anzuschauen, sich zu beobachten. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir wirklich mal 5 Minuten lang in die Augen schaue? Allein da, was an Emotionen ist, da. Ja. Was da passiert, das ist einfach schon magisch. Und dieses Bewusstsein zu haben, weil ich wirklich auch ganz oft, ich habe es in meiner anderen Podcast-Folge erzählt, Frauen auch zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn die geduscht haben, ganz oft, wie die sich so abrubbeln und dann die Haare und zack, zack. Und ich denke immer, wow, wie gehst du mit dir um? So krass, ne? Und so ruppig. Ja. Natürlich nicht jede, aber ich habe es halt oft gesehen und war so schockiert, weil ich und habe auch gemerkt, die gucken sich gar nicht an, sondern das ist so. Die machen halt das Standardding, was man halt so macht und nehmen sich gar nicht wahr. Nee. Und deswegen finde ich diesen Ansatz so schön, dass du sagst, okay, die sollen sich erstmal anschauen. Die sollen sich erstmal sehen.
Mhm. Unabhängig erstmal vom Make-up, sondern sieh dich erstmal. Ja. Das ist so, so schön. Und das Schöne, was beim Make-up halt auch ist, ich arbeite ja sehr viel mit Händen, gerade wenn man sich eincremt, wenn man sich erstmal vorbereitet auf, mit dem Gesicht. Natürlich macht man es nicht jeden Tag, aber in meinem Coaching ist es tatsächlich so, dass ich so anfange. Und dann müssen die Frauen sich tatsächlich auch anfassen. Also das ist so, ne, liebevoll, das Make-up auftragen. Also nicht alles nur mit Schwämmchen und mit Pinselchen, kann man natürlich auch machen. Aber ich finde das, für, also ich mache da fast eine Therapie draus. Fass dich doch gerne mal an, schau, fühl dich doch mal. Und das ist, machen so viele nicht mehr. Was beobachtest du dann so im Laufe des Workshops, also so von Anfang bis zum Ende? Das ist spannend, sehr spannend. Also am Anfang ist es immer so, da geht es immer los, oh Gott, wie sehe ich denn heute aus? Und oh, da ist ja schon wieder eine Falte. Und dann geht es immer los und dann sage ich, also wenn du gestern dich ordentlich auf den Putz gehauen hast und dir eins reingezwitschert hast und so wie immer geschlafen hast, vermute ich jetzt einfach mal, ohne Wertung, das ist dein Gesicht, so siehst du aus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. Genau. Und ohne, wirklich ohne Wertung. Und dann da merke ich ja dann schon meistens schon, oh weia, die guckt sich auch nicht an. Leider. Dabei sind wir alle so, wirklich, wir haben jeder irgendwas Schönes aneinander. Und nee, man macht meistens oft auch das Make-up wie in den 20er Jahren. Das erfahre ich gerade bei den etwas älteren Damen, die jetzt die Kinder aus dem Haus und jetzt fangen sie wieder an sich zu denken und machen im Prinzip das gleiche Make-up, wie sie mit 20 oder mit 17 gemacht haben. Das funktioniert halt einfach auch nicht mehr. Und dementsprechend macht es einen noch ein bisschen härter oder bringt genau das raus, was oder fokussiert an dem, was vielleicht gerade nicht so ideal ist. Ja. Und dann zeige ich Ihnen im Laufe ich bin ja eigentlich nur eine Technikerin, also mir ist es egal, welche Produkte man benutzt, ich bin auch keiner, du musst jetzt das und du musst jenes, sondern es geht wirklich, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und diese Möglichkeiten zeige ich Step by Step, ne? Das sind im Prinzip 8 Steps, die du morgens machst. Und von diesen 8 Steps darfst du jeden Morgen selber entscheiden, welche von diesen 8 Steps du jetzt heute brauchst. Und ich zeige in meinen Coachings diese 8 Steps und was ich da erfahre, ist immer so, wow, echt, das sind meine Augen, die sind ja voll krass. Und ja, solche Aussagen sind permanent, wo die, und dann siehst du, bei jedem nächsten Step ist es, dann wird jeder größer und sie schauen sich viel lieber an und sagen, ach, das bin auch ich. Also es ist wirklich wunderschön anzuschauen. Ja. Wie die Frauen sich wirklich öffnen und sagen, oh ja, das bin ich. Ja, cool. Ja, super schön. Es gab so einen Moment für mich. Ich war letztes Jahr 4 Monate auf Kuba, bin zurückgekommen und war dann in Stuttgart, in der Innenstadt. Ja. Ich hatte das Gefühl, nach diesen 4 Monaten, wo ich nur weg war, hat sich das auf einmal komplett gedreht. Davor kam das so sehr in Mode, dass man sich diese Augenbrauen so alle färben lassen, dass das alles immer bei allen dunkel ist. Und dann, als ich zurück war, dass halt auch irgendwie nahezu gefühlt fast jede Frau künstliche Wimpern noch hatte, Wimpernverlängerung. Krass, ne? Und ich war es jetzt zum Beispiel in Kuba gewohnt, die Haare nicht wirklich so gemacht, das fiel halt so, wie Wind und Meer das gemacht haben, mich kaum zu schminken. Und da wurde man sozusagen auch als attraktiv empfunden und das hat man auch die ganze Zeit gespiegelt bekommen. Mhm. Und auch gerade als Blondine finde ich es halt spannend, ne? Helle Augenbrauen, wo dann nicht so dieser Rahmen so krass gesetzt ist und wenn man halt auch keine Wimperntusche nimmt, wirken ja die Augen ganz anders. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ist es denn überhaupt noch möglich, als Blondine attraktiv empfunden zu werden, wenn man nicht diesen krassen Rahmen setzt? Also wie gehst du damit um, mit Frauen, die hellere Haare haben zum Beispiel? Ja, also der Traum von jeder Frau ist natürlich tatsächlich aufgrund Medien, jeder sagt, oh, ich muss mir hier schwarze Striche ins Gesicht malen, um den Kontrast rauszuholen. Dieser Wunsch ist natürlich da und das kriege ich auch echt selten raus aus den Damen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Verfechter von irgendwelchen Rahmen und wirklich Striche und Eyeliner und Kajal und was es nicht alles gibt, bin ich jetzt kein Fan, sondern ich zeige den meisten immer nur, okay, ihr könnt ja Wimperntusche hinmachen, wobei, wenn jemand Sportliches da ist, dann sage ich, das ist schon wieder viel zu shishi, das passt zu dem sportlichen Typ mal oft nicht.
ja, dann sage ich, mach einfach mit dem Lidschatten ein bisschen einen Kontrast auf die Lider, aber ohne, dass man es wirklich sieht. Also ich mache wirklich keine harten Linien oder irgendwelche, sodass man sagt, oh, naja, hat sie sich geschminkt heute. Ja. Sondern bei mir ist es tatsächlich so, oh, heute sieht es aber gut aus. Und keiner weiß aber genau, warum. Ja. Und das ist halt so meine Sache. Also ich möchte lieber jemanden, der frisch wie aus der Sauna rauskommt oder frisch aus dem Urlaub, einfach nur, heute bin ich powerful und nicht, heute habe ich mich total gut geschminkt. Also das ist passt für mich nicht in eine Welt. Auch wenn ich als Make-up-Artist diese Make-up als Tool benutze. Mhm. Make-up muss man nicht sehen. Ja. Das ist eine ganz große Regel, die ich zum Beispiel in Hollywood erfahren habe. In Hollywood ist das Erste, was ich gelernt bekommen habe, ist die ganzen Promis. Ich soll alles aus ihnen rausholen, soll alle Bombe aussehen und keiner soll aber das Make-up sehen, sondern muss die Person in Erscheinung treten. Und das habe ich sehr, sehr stark eingetrichtert bekommen und sehr stark gelernt drüben. Und leider Gottes sind viele meiner Kolleginnen auch oder auch Kosmetikerinnen oder wie auch immer, die eben meinen farbig, ne, viel Lidschatten, viel Farbe und ist Make-up, bin ich nicht. Ja. Also funktioniert es nicht. Ist nicht alltagstauglich, überhaupt nicht alltagstauglich. Sozusagen also wirklich mehr die Person, die Persönlichkeit aus dir raus. Es ist nur ein Licht- und Schattenspiel. Mhm. Ja, ich nehme ein bisschen was zurück oder ich hebe etwas hervor und mehr ist es nicht. Kannst du so auch einen Tipp geben für jemand, der da jetzt so zu Hause sitzt und sagt, okay, was ist es denn bei mir? Woran könnte ich denn jetzt selber zu Hause sitzend erkennen, was denn so für mich notwendig ist? Oder was so, sind es bei mir die Augen, sind es bei mir der Mund, Nase, Haare, whatever? Wie, gibt es da so 2, 3 Tipps, die du so an die Hand geben kannst? Also grundsätzlich mal ist es so, die meisten vernachlässigen ihre Haut tatsächlich. Mhm. Also die meisten versuchen, oh, was muss ich denn schminken? Das ist einer meiner häufigsten Fragen. Wie muss ich denn meine Augen schminken, dass sie richtig groß rüberkommen? Mhm. Und dann sage ich immer, wir lassen jetzt mal die Augen außen vor, sondern wir machen jetzt rein das Gesicht. Weil vom Sichtfeld, was du als Gegenüber hast, ist die Haut diese größte Plattform, die du siehst. Und ganz viele haben, ich zum Beispiel, ich hab immer eine rote Nase und ziemlich relativ rote Bäckchen. Also hier so diesen, einmal so diesen Streifen so unterhalb der Augen. Ich habe Sommersprossen und ich habe einfach Rötungen, die halt teilweise echt unkontrolliert hervortreten. Und ich sag mir dann immer, wenn ihr die Haut beruhigt, egal in welcher, ob hell oder dunkel, je nachdem, was du für ein Hauttyp bist, dass man einfach Make-up aufträgt und da eine Ruhe reinbringt, kommen sofort die Augen raus. Da musst du gar nichts an den Augen machen. Nichts. Ja. Und deswegen sage ich immer, gute Kosmetik auf den Hauttyp abgestimmt, dass erstmal die Basis da ist und gleichzeitig eine kleine Nuance schauen, dass eine einheitliche Farbe im Gesicht ist. Mhm. So, das ist das Erste. Und dann bisschen Rouge und Kontur, das hat man bestimmt schon mal gehört, dass man da einfach die Kontur setzt. Wer ein bisschen ein runderes Gesicht hat, kann ein bisschen eine Kontur an die Seiten, also so, dass es ein bisschen schmaler ist. Wer ein kleines Doppelkinn hat oder da ein bisschen Probleme hat, dass man eben so ein schönes Kinn hat, dass man hier unten einfach ein bisschen abdunkelt. Das kann man mit Kontur extrem schön eben diese Licht und Schatten rausarbeiten. Und auch das, ein bisschen Rouge, und dann kommen die Augen so strahlend raus, dass man teilweise gar nichts mehr machen muss. Ja, das ist ja auch, also bei mir ist es immer dieser Effekt, wenn ich so die ersten Tage in der Sonne war oder so aus dem Urlaub komme, genau, dann fühlt man sich an sich schon wohl. Wenn man aus dem Wintermodus kommt, dann sieht das alles ja immer. Ja, dann hat man oft diese Flecken im Gesicht, ne? Dann hat man trockene Stellen durch die Heizungsluft und die Kälte draußen. Und wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, Vitamin D, dann merkt man schon, dass das Gesicht relativ eben ist. Man kriegt die erste Tönung ins Gesicht und da fühlt man sich viel wohler. Und genau das soll Make-up eben auch machen. Ja. Nur halt im Winter. Ja, kommen wir mal so zur anderen Seite. Wie hast du denn überhaupt so diese Mission, deine Mission entdeckt? Wie bist du da überhaupt hingekommen? Ah, wie gesagt, das ging eigentlich relativ lang, weil ich eben sehr lange in dieser Werbewelt zu tun hatte und in dieser surrealen, ich mache diese Masken für die jeweiligen Rollen. Im Prinzip ist es, seit ich am Bodensee wohne, ich wohne ja am schönen Bodensee wieder, da bin ich geboren, war lange, lange weg. Und bin jetzt wieder zurück
Und hier ist halt in meiner Profession, also so mit Mode und Fotografen und Filme, ist hier unten ja nicht viel. Und somit habe ich mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was kann ich denn eigentlich tatsächlich tun? Und auch dieses Business, wenn man so lange dabei ist, ist es schon schön, mal wieder die reale Welt zu erleben. Ja. Und da musste ich habe ein bisschen gebraucht, um es auch toll zu finden. Und mittlerweile habe ich die Mission tatsächlich, dass diese Frauen, die mit sich im Reinen ist, der hier, es ist total egal, wer dann vor einem steht. Also ich und das glaube ich halt, das sind meine Erfahrungen, wenn ich mich gut fühle, ist es mir egal, ob da eine schöne Frau neben mir steht. Ich bin ja auch schön. Deswegen kommt dieser Zickenkrieg, dieser das ist ja meine Feindin, kommt erst gar nicht auf. Wenn jetzt aber die Frauen sich nicht wohlfühlen und jemand kommt, die in ihren Augen, was auch immer schön ist, ja, es definiert ja jeder anders, plötzlich sieht, oh je, die ist ja schöner wie ich, dann mag sie die nicht. Dann packt die in eine Schublade rein, wo sagt, oh, das ist eine blöde Kuh, die hat ja nur eine Maske auf, womöglich hat sie nur ganz viel Schminke. Und das ist, glaube ich, meine Überzeugung, dass dadurch wir Frauen uns immer eher Konkurrenz und wir haben uns nie mögen. Mhm. Aber jeder, der dann für sich da ist, desto mehr kann man zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir Frauen haben so eine wahnsinnige Power zusammen, viel, viel stärker, wie wenn wir es immer alle alleine machen. Und das finde ich so toll. Sehr schön. Das heißt, so selber sich mit sich verbinden, in seine Stärke zu kommen, um dann halt daraus aus Fülle sozusagen zu agieren und nicht nur immer im Mangel zu gucken, was ist denn alles um mich herum besser und wie schlecht bin ich im Vergleich. Eben. Das ist wie früher mit dem Nachbar, der hat ein besseres Auto, was für ein Idiot. Ja. Nur um sich selber noch einigermaßen gut zu fühlen. Und das finde ich total schade, weil es nimmt einen so viel die Energie für was viel schöner sein kann. Ja, das stimmt. Also früher, wenn man mich gefragt hat, also ich war ja schon immer relativ, sagen wir mal, clean mit mir, also schon früher, schon von ganz von der Pubertät an, also ich hatte nie groß Probleme mit mir und mir selber, hatte aber immer die Probleme, dass Frauen gegen mich geschossen haben. Und dann war wirklich, ich habe also sicherlich 10, 15 Jahre immer gesagt, ich und Frauen, nee, ich habe mich immer in die Männerwelt geschmissen und habe mich immer nur in Männerklicken rumgetrieben, weil ich einfach die Männer, die sagen straight raus, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Und wenn man Feedback gegeben hat, dann sind die nicht 3 Jahre sauer mit einem, sondern dann sagen sie, ah, okay, da sind die einfach ein bisschen tougher. Und daher habe ich immer gesagt, ich glaube, ich hätte mal ein Mann werden sollen. Und kurz vor Schluss hat er mich nochmal umgedreht. Das, ja, so vom Prinzip her bin ich die gleiche. Ich bin lieber eine, die lieber einmal kurz was sagt. Ja, mir soll man auch was sagen. Muss ich natürlich auch erstmal schlucken, aber dann kann ich damit umgehen. Wie wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und hintenrum erfahre ich dann, dass es doch nicht so ist. Finde ich sehr schade. Also auch da wieder die Maske wegnehmen und dran. Absolut. Und ich glaube halt, je mehr du bei dir selber bist, hast du es nicht nötig, andere in die Pfanne zu hauen. Hast du es nicht nötig, andere Frauen mies zu machen hinter ihrem Rücken oder wie auch immer. Sondern da sagst du, ey, die ist cool drauf, die hat den gleichen Power wie ich. Ich tue mich mal mit der zusammen, weil ich kann ja von jeder mal was lernen. Ich kann ihr was beibringen, du mir. Und diese Stärke würde ich gerne, und ich glaube, dass jede Frau das hat. Und das möchte ich rausholen. Super schön. Also das ist super schön, dass du da auch dich beteiligst. Also ich finde es auch, es wandelt sich einfach in den letzten Jahren, dass wir immer mehr zusammenarbeiten, immer mehr kooperieren und das ist so eine andere Energie. Das ist einfach so. Ja, total. Ich bin jetzt mittlerweile auch echt gern. Ja, da kann ich echt nur jede aufrufen. Echt, absolut. Gib dich mit den Frauen in deinem Umfeld und kreiert zusammen, weil das einfach so schön ist. Es ist wirklich absolut magisch, was da entstehen kann einfach, ja. Ja, oh, siehst du mich noch? Es tut mir leid. Alles gut, ich sehe dich. Ich habe nur ganz kurz geschaut, entschuldige, ob ich den Ton ausgemacht habe, aber ich hoffe, ich habe alles abgeschaut. Alles gut. Ja, und ich habe jetzt noch 4 Abschlussfragen an dich, die du auch ganz intuitiv beantworten darfst. So, was so aus dir rauskommt. Und zwar, was war denn das größte Aha-Erlebnis in deinem Leben? Was war so ein Erleuchtungsmoment, Klickmoment? Oha,
Oh, eine nur. Oh, ich hatte einige. Ich vermute jetzt mal, also mein größtes Erlebnis war, oder Aha-Moment ist, ich habe früher mich immer kleiner geredet, indem ich einfach gesagt habe, naja, das, was ich mache, das kann ja jeder. Oh ja. Aber ohne, dass ich jetzt gesagt habe, naja, ich bin jetzt schlecht und ich bin nicht gut. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht studiert. Ich habe auch nie ein Gymnasium besucht. Ich habe kein Abi gemacht. Ich war nicht in der Uni, sondern ich bin nur Realschule und nur Friseur. Und da wurde ich damals schon ein bisschen von oben herab auch angeschaut und dachte, ja, habe mir nichts ausgemacht. Und mir war wichtig, dass das Leben Spaß macht. Aber ich habe mich selber nie auf so ein Dingens gesetzt, dass ich irgendjemand was beibringen könnte oder dass ich irgendwie mehr wert oder anders wert war wie so, oder USP, wusste ich damals alles nicht. Und als ich dann mich entschlossen hatte, nach Amerika zu gehen, um Englisch zu lernen, weil mein Englischlehrer damals zu mir gesagt hat, Sandra, du wirst nie eine andere Sprache sprechen. Ne, daher komme ich so. Super, dass Lehrer gemacht haben, aber andere ja. Geschichten. Motivation. Super Motivation. Bin ich trotzdem nach Amerika gegangen und habe gedacht, nur so ein bisschen Smalltalk so schlimm kann es ja nicht sein, das werde ich schon auch noch hinkriegen. Und weil ich für das, was ich vorhatte, musste ich Englisch sprechen. Mhm. Und bin dann rüber und habe so viel über mich selbst gelernt, dass ich, als ich zurückkam, nach 5 Jahren, also nicht ein Jahr, sondern nach 5 Jahren, als ich dann zurückkam, dass ich ein ganz anderes Selbstbild von mir hatte. Also was ich da wirklich geschaffen habe, also ohne wirklich, ich habe kein Wort Englisch gesprochen, bin ich rübergegangen und dann letztendlich habe ich dort gearbeitet. Ich habe in Hollywood gearbeitet, 4 Jahre, bin da ganz alleine rein. Ich habe niemanden gehabt, der mir da irgendwie eine Connection gegeben hat. Ich habe in einem anderen Land mich frei bewegt und ich habe wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Da so eine Zwischenfrage nochmal. Was hat dich denn empowered oder was hat dir den Mut gegeben, das zu machen, dass du dich von dir aus ganz alleine irgendwie nach Hollywood traust? Ja, mein Plan war, als ich damals Friseur gelernt habe, habe ich meiner Mutter versprochen, ich werde mir die Welt angucken und dafür bezahlt werden. Deswegen bin ich Visagist und Make-up-Artist geworden, weil sie immer gesagt hat, um Gottes Willen Friseur, da lernst du nichts. Und dann habe ich eben ihr versprechen müssen, ich mache weiter. Ich mache nicht nur Friseur, wobei als Friseur heutzutage, wenn du richtig gut bist, geht das auch. Aber ne, damals war das halt so eine Angst zu meiner Mutter. Wie willst du sonst durchs Leben kommen? Und als ich dann in die Make-up-Schule gegangen bin nach meiner Friseurausbildung, hat meine Make-up-Lehrerin zu mir gesagt, nee, Sandra, aus dir wird nichts. Sorry, also du bist zwar talentiert, aber nee, also businessmäßig als freie Make-up-Artistin zu arbeiten, nee. Vergiss es. Okay. Und noch motivierender. Ja, super, ne? Also das sind so wirklich Stationen, wo ich gesagt habe, alter Schwede. Und trotzdem habe ich mich nicht entmutigen lassen. Ich bin meinen Weg gegangen und bin jetzt seit 20 Jahren selbstständige Make-up-Artistin. Wow. Mit Englisch. Perfektes Englisch sogar. Aber auf jeden Fall war es damals so, dass ich dann gesagt habe, na gut, wenn ich halt nicht gut genug bin, dann bin ich halt doch Friseur und wollte dann auf die AIDA anschiffen. Damals kam dann das erste AIDA-Schiff raus und dachte, oh, wenn ich schon nicht Make-up-Artist werde und mit den Fotografen durch die Weltgeschichte fahre, dann gehe ich doch einfach mal als Friseur auf so ein Schiff, guck mir die Welt an und werde dafür bezahlt. Habe ich meiner Mutter versprochen. Und dafür brauchte ich halt nun mal Englisch. Und da ich nicht so ein Schulbankdrücker bin, dachte ich mir, naja, ich gehe lieber mal so ein halbes Jahr ins Ausland, wo man eben Englisch spricht, ich muss ja nicht einen Töffeltest machen, ich muss ja nicht schriftlich, ich muss mich ja nur verständigen können und die Leute verstehen können. Und drum habe ich mich entschlossen, eben nach Hollywood bzw. nach Kalifornien zu gehen, um eben Englisch zu lernen. Hollywood war ja gar nicht geplant. Ich wollte ja nur Englisch lernen. Das Ziel, um auf die AIDA zu kommen, muss ich erst in Hollywood durchstarten. Das wäre jetzt auch ein bisschen spannend, aber... Nein, das hat sich alles so... Also ich bin wirklich sehr starker Bauchmensch. Also ich mache alles aus dem Bauch raus, nichts aus dem Verstand. Nicht immer gut, aber meistens super. und habe tatsächlich, bin ich rüber nach England, also nach Kalifornien, weil ich dachte, ja, East West Coast war ja aber auch so eine Entscheidung. Bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, nee, East Coast war mir zu heiß. Ich bin dann nach Kalifornien gegangen, weil da ist es nicht ganz so heiß wie in Florida im Sommer. Und so bin ich dann halt nach San Diego gekommen und habe am Strand wirklich ganz klassisch
Bier trinkend am Strand jemanden kennengelernt, der in Hollywood arbeitet, hab den mal angehauen und sagt, du, nimm mich doch mal mit, ne? Wollte mal gucken gehen, nur mal so ein Apprenticeship, also so ein Praktikum, nur mal zum Gucken, weil ich bin ja Make-up-Artist, kann ja mal gucken gehen und fumm, drin war ich. So läuft's, wenn man sich sozusagen auch dem Flow hingibt. Absolut, absolut. Da kann und Amerika ist da wirklich toll. Mhm. Also da kann man wirklich... Also, ja, also es ist nicht so strikt und also die haben nicht einmal, in Amerika hat irgendjemand eine Ausbildungspapiere von mir gesehen. Die haben kein Zeugnis, überhaupt nicht. Die wussten nicht, ob ich Make-up-Artist bin. Ich habe halt gesagt, ich bin eine, aber die haben es nicht kontrolliert. Die haben gesehen, ich kann... Einmal und wenn du dann ablieferst... Genau. Halt, ne? Ja, und das ist schon ziemlich cool und deswegen lebe ich momentan auch so wirklich, oder was heißt momentan, also seit Amerika, also es ist für mich, geht nicht, gibt's nicht. Das ist sehr, sehr cool, sehr cool. Weil da kommen wir auch zu der nächsten Frage, weil es geht ja auch hier so im Podcast so ein bisschen drum, die Zuhörer so zu empowern, aus der Opferrolle rauszukommen oder einfach so die Selbstverantwortung für sich zu übernehmen. Was ist denn da so dein Haupttipp? Was kann man denn machen, um so eben sich nicht so unterkriegen zu lassen? Ich glaube, es ist, wenn man so in seinem Trott drin ist, ja, in seinem Käfig oder wie auch immer man da reinkommt. Ich selber kenne das gar nicht so, weil ich habe mich da nie einsperren lassen. Aber ich glaube, da gehe ich wieder ins Vernetzen. Tut euch mit Frauen zusammen, also fragt einfach rum, fragt die Freundin. Es gibt mittlerweile so viele Netzwerke unter Frauen, die sich da wirklich sehr stark unterstützen, anstelle oder die beste Freundin einfach immer wieder mal rauszugeben und sich wirklich gut zu unterhalten. Und das Gleiche ist halt auch am Computer. Also da gibt es ja, wer zu Hause gefangen ist und nicht los kann, weil er ne, sich nicht traut oder meint, er muss zu Hause funktionieren, was auch immer jemanden hält. Es gibt ganz tolle Webinare mittlerweile im Netz, wo man sich austauschen kann. Und da ist es wirklich toll, wenn die Frauen sich immer mehr unterstützen und man sich darauf einlässt. Das ist, glaube ich, so ein Anfang, wo man machen kann. Ja. Super Tipp, vielen Dank. Und dann die nächste Frage ist, was ist so deine Vision? Und das kann jetzt sein für dich, für dein Business oder fürs ganze Universum. Was schwebt dir davor noch? Meine Vision? Oh. Ich in den Moment reinlebt. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, was ich alles machen will. Da brauche ich, glaube ich, ich muss 120 werden oder so, habe ich immer gesagt. Aber ich würde gern viel, viel mehr eben Frauen unterstützen und deswegen gehe ich ja in die Unternehmen rein. Also ich mache jetzt nicht nur Einzelcoachings in Workshops oder mache es nur im Privaten, sondern ich habe es tatsächlich angefangen zu sagen, ich möchte in die Firmen reingehen, weil A, sind da einfach viel mehr Frauen auf einem Haufen und ich möchte auch gerne, dass eben gerade Frauen, die in Geschäften wie Einzelhandel oder Bäckereien, Metzgereien, das sind ja alles, da verdient man ja als Frau gar nicht so viel, weil entweder bist du ein Quereinsteiger oder du bist Wiedereinsteiger ins Berufsleben, nachdem du zu Hause lange warst. Und da hast du ja gar nicht so viel Geld. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass die Unternehmen wahnsinnig davon profitieren, wenn die Frau sich gut fühlt. Weil mein Glaube ist, dass viele Frauen beim Arbeiten sind, und es ist egal, ob sie mit Kunden so tun oder nicht, Frauen, die sich nicht gut fühlen, arbeiten nur 50 maximal Prozent ihres Potenzials raus. Und wenn sie sich gut fühlen, dann steigt das Level für die Energie der Arbeit. Und deswegen profitieren davon natürlich ziemlich die Chefs. Und deswegen möchte ich gerne in die Unternehmen gehen, weil die suchen natürlich auch immer neue Events intern, um mal was anderes zu machen. Das ist natürlich ein starker Kampf, wo ich da gegen die Männerwelt renne, weil ich muss einen Mann überzeugen, dass die Frau das braucht, weil ein Mann das gar nicht sich nachvollziehen kann, wie es ist, wenn man sich nicht so gut fühlt. Die Männer haben dann ein anderes State, wie sie das machen. Die gucken sich an, sagen sich im Spiegel, oh, passt schon, und dann arbeiten die trotzdem auf ihrem Level, wie sie sind. Wir Frauen, wir ducken uns. Und das muss man einem Mann erstmal erklären, du, probier's doch einfach mal aus. Make-up ist leider Gottes ein ziemlich oberflächliches Tool, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt komme, ich bin Psychologe und habe da wahnsinnig gute Strategien fürs Team, dann hört man sich das an. Komme ich aber als Make-up-Artist und sage, ich habe auch eine tolle Strategie, wie deinen Damen geholfen werden kann, kommt es immer nicht ganz so gut an.
Aber wie gesagt, meine Vision ist, dass ich da ganz viele Unternehmen dazu bringe, diese Team-Events mit mir oder auch mit jemand anderem, das ist ja egal, es sind ja bestimmt auch eine andere Make-up-Artist, die es jetzt machen, einfach mehr darauf einlassen, damit man dieses Oberflächliche, was man glaubt, vom Außen einfach noch mit reinnimmt in diese Team-Building-Geschichte. Ja, und das ist mein. Zeit, dass nicht nur die Männer die Chefs sind und die Frauen die Angestellten, sondern dass es sich einfach schön durchmischt. Ja, ich glaube auch, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, dass eben, wenn Frauen sich gut fühlen, auch im Außen, und die Rüstung bis oben hingefahren haben, dass sie ein ganz anderes Auftreten haben und ganz anders eben in die Führungsebenen mit einfließen können. Ja. Bin ich davon überzeugt. Ja. Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage und die darfst du ganz, ganz Freestyle beantworten, so was intuitiv dir da kommt. Und zwar, wenn du alles so auf eine Essenz runterbrechen dürftest, solltest, müsstest, nur noch so eine Botschaft nach draußen an die Frauen. Was wäre deine Botschaft? Meine Botschaft? Jetzt wäre so ein cooler Einsatz-Dinger gut, ne? Du hattest vorher schon ein paar. Ich glaube einfach nur, traut euch. Hört mehr aufs Bauchgefühl. Also ich bin eher so Bauchgefühl-Mensch. Schaltet den Kopf ein bisschen ab und habt Spaß in eurem Leben. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Sandra. Es war sehr, sehr, sehr gerne. Schön, mal von einer ganz anderen Seite draufzukommen und dass wir sozusagen von zwei Seiten aufeinander zuarbeiten. Oh, super, unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Richtig, richtig toll und auch eine tolle Inspiration für alle Frauen. Arbeitet zusammen. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, sich das anzuschauen oder anzuhören. Und wir freuen uns einfach über Feedback von euch. Postet über Instagram oder wo auch immer, auf YouTube, euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was war eure größte Erkenntnis? Was hat die Folge euch gebracht? Da sind wir ganz gespannt. Und dann sage ich noch vielen Dank und Heal and Shine, eure Corinna. Vielen herzlichen Dank auch. Bye-bye. Ciao.